In diesem Video gebe ich euch eine Einführung in die Programmiersprache SQL und wie ihr damit Daten aus Datenbanken abrufen könnt. Wie ihr Daten in eine Datenbank schreiben könnt, das erkläre ich euch in einem späteren Video. Zuerst, was ist eine Datenbank? Eine Datenbank ist eine Sammlung von Informationen, die auf eine Art und Weise organisiert wird, dass man sie einfach abrufen und ändern kann. Es ist häufig, hat sie irgendwelche Baumstrukturen im Hintergrund, aber wie das Ganze im Hintergrund abläuft, muss man als Anwender nicht verstehen. Bei den Datenbanken gibt es grundsätzlich zwei Haupttypen von Datenbanken, zum einen SQL und NoSQL. SQL sind Datenbanken, die als Tabellen organisiert sind. So kann man sich vorstellen wie ein Excel-Sheet mit verschiedenen Sheets, wobei jedes Sheet eine Tabelle ist. NoSQL ist nicht in Tabellen gegliedert. Es wird häufig für Dateien organisieren oder so verwendet. Zum Beispiel verwendet Twitter, verwendet ein NoSQL. Eine Variante von SQL ist MariaDB. MariaDB ist Open Source. Ursprünglich war es MySQL. Es wurde dann doch von Oracle aufgekauft. Irgendwann gewisse Sachen hinzugefügt, die nicht mehr Open Source waren. Und die an Open Source mitentwickelt hatten, haben dann ein Branch davon gemacht vom Open Source Teil und haben den weiterentwickelt zu MariaDB. SQL können wir auch direkt in R anwenden. Dazu können wir die Funktion Library R MariaDB für eine Schnittstelle zu MariaDB verwenden. Und dann als nächstes können wir auf eine Datenbank zugreifen. Das können wir mit dem Befehl DB Connect machen und dann in Datenbank Einstellungen. Ich habe jetzt auf meinem Webserver habe ich eine Kopie von der Mondial-Datenbank von der Uni Göttingen gemacht. Hier findet ihr mehr Informationen dazu. Dann haben wir DB Connect. Der Driver ist MariaDB. Dann der Benutzername ist Mondial. Das ist das Passwort. Mit dem Benutzernamen und dem Passwort hat man nur Leserechte, aber keine Schreibrechte. Das heißt, ihr könnt nichts ändern dort, sondern muss nur die Daten abrufen. Der Host ist meine Webseite, williamschlegel.ch. Dann DB-Name ist bschlegel_mondial. Und der Port ist 3306. Dann als nächstes können wir nun SQL anwenden. Dazu können wir zum Beispiel Select verwenden. Select ist, um Daten aus Tabellen zu lesen. Also Select, was wir lesen wollen, von der Tabelle. Also from. Select, das haben wir Name, Province, Area, from Country. Das heißt, wir haben eine Tabelle Country und dort drinnen haben wir unter anderem die Kolonnen Name, Province, Area. Die wollen wir auslesen. Wenn wir in R einen DataFrame Country hätten und das mit Tidyverse machen würden, dann würden wir Country, Pipe Operator, Select, Name, Province, Area. Tidyverse ist an SQL angelegt, deshalb ist es oft relativ ähnlich. Das heißt, wenn man Tidyverse verstanden hat, in R ist SQL gar nicht mehr so schwierig. Dann ist es relativ ähnlich. Dann müssen wir das Query senden an die Datenbank. Dazu müssen wir zuerst das Connection angeben, die wir hier oben erstellt haben, und dann den SQL-Befehl. Hier könnten wir natürlich auch direkt den reinkopieren statt die Variable. Und dann wollen wir noch aus dem Resultate, sieht einfach so aus, mit dem können wir noch nicht viel anfangen. Dann müssen wir das Ganze fetchen und dann sagen, wie viele wollen wir. Wenn wir minus 1 angeben, dann sagen wir alle. Sonst, wir könnten zum Beispiel auch hier 100 anschreiben, dann würden einfach die ersten 100 Resultate uns zurückgegeben werden. Sehen wir, haben wir die Tabelle mit den Ländernamen, der Hauptstadt und der Fläche des Landes. Jetzt einige weitere Befehle mit Select. Select Distinct Name Country from Language. Das heißt, jeder Name ist nur einmal, kommt nur einmal vor. Wird jetzt bei denen keinen Unterschied machen. Es kann aber Fälle geben, wo es einen Unterschied macht. Jetzt haben wir hier so Sprachen. Da macht es einen Unterschied. Hier wird es keinen Unterschied machen. Das Fetchen. Sehen wir, wir haben jede Sprache Land haben wir nur einmal, respektive jede Sprache. Dann Select Count Name from Country. Wir können auch Funktionen anwenden. Das zählt, wie viele Länder wir haben, also wie viele verschiedene Namen. Das heißt, oder respektive wie viele Namen, ob sie verschieden sind oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn jetzt aber eins null wäre, dann würde es nicht gezählt werden.
sehen wir, wir haben 238 Länder der Datenbank. Zum Beispiel die kleinste Fläche mit Min, kriegen wir die Fläche des, von Vatikanstadt zurück. Wir können auch einen Stern schreiben. Wenn wir einen Stern schreiben, dann kriegen wir die ganze Tabelle zurück. Alle Variablen davon. Also in Tidyverse wäre das einfach dann Country. Ohne Select. So kriegen wir die ganze Tabelle zurück mit allen Variablen drin. Nun, um zu filtern, können wir den Befehl WHERE verwenden. Spielt übrigens keine Rolle, ob wir das Groß-Kleinschreiben oder also Groß-Kleinschreibung spielt keine Rolle bei den Keywords. Ich empfehle, die Keywords immer groß zu schreiben, weil es dann besser leserlich ist. Was häufig gemacht wird in Datenbanken ist, dass die Tabellennamen alles klein sind, die Variablennamen groß und die Keywords alles groß. Hier wählen wir wieder Name, Code und Area aus vom Land, wo die Fläche zwischen 100.000 und 200.000 liegt. Kriegen wir die so zurück. Dann hier wir das, wo der Name gleich Land ist. Wenn wir das so ausführen, dann kriegen wir keine Zahl zurück, weil kein Land heißt. Was wir jetzt machen können ist, wir können davor und danach ein Prozentzeichen, das heißt, Land muss irgendwo darin vorkommen. Es kann zuvor kann es noch andere und am Schluss kann es noch andere haben. Das heißt, wir holen alle, die Land haben, suchen nach denen, die Land drin haben, wie Switzerland zum Beispiel. Sehen wir die ganze Liste aus dem British Virgin Islands oder Phil Islands, Poland, Swaziland, Finnland, Thailand, Virgin Islands und so weiter. Wir können auch nur 1% davor oder nur 1 danach machen, wenn wir wollen, dass es mit dem beginnen muss oder mit dem enden. Dann können wir in verwenden. Das ist recht ähnlich wie das Prozent in R. Da können wir nachher ein quasi Vektor angeben, also eine Liste. Hier fehlt einfach das C, das wir in R schreiben würden, mit Klammern und dann die drinnen. Also hier wählen wir jetzt die Schweiz, Deutschland und Österreich aus. Wir kriegen die drei zurück. Können auch mit größer, kleiner, wir können verknüpfen, mit AND heißt, dass beide gegeben sein müssen, also hier die Fläche größer als 100.000 und der Name soll mit A beginnen. Und ein großes A und dann ein Prozentzeichen. Sehe jetzt ein Beispiel, wo das Prozent nicht am Anfang vorkommt, sondern erst nachher. Sehen wir, wir kriegen Afghanistan, Algerien, Angola, Argentinien und Australien zurück. Die jeweils die eine Fläche haben von über 100.000. Mit einem oder gehen wir zurück, dass eine der beiden Bedingungen erfüllt sein muss oder auch beide. Das heißt, es muss entweder muss die Fläche größer als 1 Million sein oder es beginnt mit A oder auch beides. So kriegen wir mal alle mit A zurück, also auch Österreich, das relativ klein ist, oder Antigua und Barbuda. Aber von denen, die nicht mit A beginnen, nur die großen. Dann können wir auch noch not verwenden, das ist die Verneinung, also dass die Fläche nicht größer ist als 100.000 oder der Name mit A beginnt. Das heißt nur die, wo der Name nicht mit A beginnt und die Fläche 100.000 oder kleiner ist, sollten wir jetzt zurückkriegen. Sehen wir, kriegen die kleinen Länder zurück und keines davon, das mit A beginnt. Weil wenn wir eine Veroderung haben und ein Not ums Ganze herum, dann wird daraus ein Und. Also das ist quasi Area kleiner gleich 100.000 und Name beginnt nicht mit A. Wenn wir hier ein AND hätten, dann wäre die Verneinung davon wäre dann ein Oder. Dann können wir Daten aggregieren, das machen wir mit Group By. Hier Group By Continent, so ähnlich wie in A, auch das Group By. Und hier, das ist quasi dann das Summary. Continent und Count Star Number of Countries, wie viele das jeder Kontinent hat. Zählen wir, wie viele Länder jeder Kontinent hat. Wir kriegen das entsprechend zurück. Jetzt, wenn wir nach dem Gruppieren filtern wollen, können wir nicht mehr WHERE verwenden, das ist immer vor dem Group By, also hier könnten wir ein WHERE schreiben, sonst dann müssen wir ein HAVING schreiben. HAVING ist eigentlich wie ein WHERE, funktioniert genau gleich, mit dem Unterschied, dass es nach dem Gruppieren ist. Das sagen wir jetzt Count Star, größer als 40. Heißt, wir wollen nur die zurück, die mehr als 40 Länder enthalten. Das heißt, wir kriegen jetzt nur noch die Größen zurück, Ozeanien zum Beispiel nicht mehr.
Auf Afrika, Amerika, Asien und Europa. Dann, wenn wir nur eine gewisse Anzahl wollen, das ohne das erst mit der Funktion nachher, könnten Sie auch hier machen, aber direkt im Befehl. Das ist nicht in Async, das kann man ja, SQL kann man auch außerhalb von A verwenden, können wir das mit Limit machen. Können wir sagen, wir wollen nur 8. Oder wir wollen nur 8, aber bei 100. begonnen. So hier kriegen wir dann nur 8 zurück. Hier kriegen wir ebenfalls nur 8 zurück, aber erst bei Kombucha begonnen. Wenn wir Ausgaben sortieren wollen, können wir das mit Order by machen. Sie können Select Name Population from Country, Order by Population, Limit 10. Das ist zum Beispiel, wenn wir die 10 größten oder 10 kleinsten Länder wollten. Bevölkerungsmäßig können wir das so lösen. Sie haben jetzt die mit der kleinsten Population, wie Pitcairn Island, mit 48 Leuten. Jetzt auch gewisse Inseln drauf, die eigentlich keine Länder sind in dem Datensatz. Ist das, wenn wir die größten wollen, dann müssen wir nach dem Namen noch Desk schreiben. Für Descending. Sollten wir China, Indien zurückkriegen? Genau, China, Indien, Vereinigten Staaten, Indonesien. Natürlich sind die Zahlen schon massiv veraltet, sind ältere Zahlen. Ist auch nur als Übung gedacht, die Datenbank. Und nicht jetzt, um wirklich Analysen damit zu machen. Interessant, in SQL wird es dann, dass wir auch Subqueries verwenden können. Und zwar können wir zum Beispiel ein Subquery im Verb, im Filterteilbereich, also im Where-Teil anwenden. Zum Beispiel hier Select Name Code, Quadratwurzel der Fläche vom Land, wo die Fläche größer ist als die Durchschnittsfläche. Die müssen wir so berechnen, wenn wir hier direkt das alleine anwenden würden, dann würden wir nur eine Zeile zurückkriegen, weil es dann das Ganze minimiert. Hier hingegen gibt es uns den Wert zurück und der wird dann hier quasi eingesetzt und die Fläche wird mit dem Durchschnittswert, der hier berechnet wurde, verglichen. Deshalb ist es wichtig, dass wir hier ein Subquery machen und nicht einfach Average Area schreiben. Also wenn wir Area größer als Average Area kriegen würden, würden wir am Schluss nur eine Zeile zurückkriegen, statt alle Fälle, wo die Fläche größer ist, weil es die ganze Tabelle aggregiert auf den Durchschnittswert. Sache anschauen, sehen wir jetzt, wir kriegen nur die größeren zurück. Dann der From-Part kann auch weggelassen werden, der ist optional, wenn wir keine Tabelle wollen. Wenn wir etwas berechnen wollen, wir können zum Beispiel Select Square Root von 2. Wenn wir einfach die Quadratwurzel von 2 berechnen wollen, quasi SQL als Taschenrechner verwenden. Was je nachdem bei Subqueries oder so sie machen kann. Richtig interessant wird SQL, wenn wir mehrere Tabellen verbinden. Das können wir zum einen mit, indem wir es Merging machen, das ist so Begriff Join. Da gibt es Join, was äquivalent ist zu Inner Join in Tidyverse. Dann Left Join wie Left Join. Dann gibt es Right Join und Full Join. Wobei ich nicht sicher bin, ob MariaDB auch Full Join. Es gibt gewisse, also nicht alle Datenbanken unterstützen alles. Auf jeden Fall Join. Können wir Select alles from country, join encompasses on country.code gleich encompasses.country. Damit es klar ist. Wenn die beiden Variablen, die wir sehen, Code nur bei country vorkommen würde und country nur bei encompasses, dann können wir direkt Code gleich country schreiben. Da geben wir einfach an, von welcher Tabelle es kommt, falls es nicht unique ist, damit es klar ist. Hier nimmt es alles, das in beiden vorkommt. Bei left join, relativ ähnlich funktioniert, behält es alles im ersten, auch wenn es keinen Match im zweiten gibt. Right Join ist genau das Umgekehrte, da behält es alles von der zweiten Tabelle, was nicht in der ersten vorkommt. Hier habe ich jetzt ein Beispiel, wo Country gleich Code ist, wo wir das ohne Punkt davor die Tabelle schreiben können. Zuerst das kurz ausführen. Kriegen wir die gemergte Tabelle zurück. Und hier, wenn wir die Berge haben. Was wir auch machen können, wir können beim From-Teil auch einfach Komma schreiben, dann mehrere auflisten. Was es dann macht, ist, es nimmt alle Kombinationen davon, also
der erste Fall mit dem ersten Fall vom zweiten, mit dem zweiten Fall, dem dritten Fall, mit dem vierten Fall, mit dem fünften und so weiter, zweiten mit links, also quasi n mal m. Dann ist wichtig, dass wir nachher filtern und dann sagen, welche davon wollen wir behalten. Machen wir jetzt statt on, machen wir ein where, country.code gleich ncompasses.country. Das ist quasi das Äquivalente zum ersten. Hier geht es natürlich nicht mit left join oder right join. Das funktioniert nur oben. Hier ist es quasi immer ein inner join, normaler join. Können wir zum Beispiel das Komplexan-Befehl select country.name as country, max mountain.height as highest point from mountain, geomountain, country, also verbinden wir drei Tabellen, dann sagen wir mountain.name muss gleich sein wie geomountain.mountain, um mal die zwei zu verbinden, und dann geomountain.country muss gleich sein wie country.code, um die zwei zu verbinden. Dann sind alle drei so verbunden. Dann group by country.name, um es zu aggregieren nach Land, weil wir nur den höchsten wollen. Order by highest point, descending. Das Ausführen sehen wir jetzt, Nepal hat den höchsten Berg, China ist der Mount Everest, dann Pakistan, nächste Indien und so weiter. So kann man alle berechnen. Natürlich immer die Frage, ob alle drin sind, wahrscheinlich fehlen einige. Aber so könnte man das Ganze machen. Vor allem, wenn man dann einen Datensatz hat, den man selber oder der wirklich korrekt ist und neu, den aktuellsten Daten, dann kann man so das machen. Dann eine andere Art zum Verbinden ist das Union. Union ist vergleichbar mit Bind Rows. Hier können wir select name, capital from country, where population größer als 100 Millionen. Union select name capital from country where population kleiner als 10.000. Das hätten wir jetzt natürlich auch mit einem oder machen können, statt mit einem Union. Aber es könnte auch mal sein, dass wir das aus mehreren wollen. Mehreren Tabellen so verbinden. Zum Beispiel verschiedene Wellen haben oder so, die jeweils in eine eigene Tabelle gespeichert sind. Nicht solange die Typen identisch sind. Also SQL interessiert die Namen nicht, das heißt, wir könnten jetzt im zweiten Capital und Name auch vertauschen. Und dann kriegen wir für die kleinen Länder, sind die vertauscht. Also in Christmas Island ist jetzt die Hauptstadt, ist in der Hauptstadt gespeichert, wo Flying Fish Cove eigentlich die Hauptstadt wäre. Ist genau gleich wie bei Bind Rows, dort funktioniert es auch genau gleich. Müssen die Namen auch nicht identisch sein. Nun, Subqueries können auch im From-Bereich sein, weil ein Select-Statement ist nichts anderes als eine Tabelle. Hier ist es wichtig, dass wir denen jeweils noch einen Namen geben müssen. Also zum Beispiel, wir können S schreiben oder das S auch weglassen. Also ob wir es so schreiben oder ohne, spielt keine Rolle. Das hier ist quasi Tabelle Cities. Das ist jetzt nur Select Star from City. Hier könnten wir natürlich direkt City schreiben. Select Star from. Jetzt aber ein Beispiel, wo es sinnvoll ist. Da haben wir zuerst mal ein Subquery. Lass uns zuerst das anschauen. Hier wählen wir die Namen aus, der Länder, den Code, die Anzahl Flüsse und nennen das River Count. Das wählen wir aus von den Ländern mit Left Join, Dear River. Das heißt, wir wollen auch die Länder behalten, die keinen Fluss haben. Die sollen dann einfach null Flüsse aufweisen. Dann Group by Code Name. Das nennen wir R. Die Tabelle hier. Wir wählen jetzt quasi from R aus. R verbinden wir wiederum mit left join mit geolake, mit r.code gleich geolake.country, gruppieren das nach Name, Code und River Count, das ist wichtig, weil sonst würden wir das verlieren, und sortieren es nachher nach Lake Count und River Count. Das ist hier oben, das Lake Count ist Count Lake, es Lake Count, River Count. Das heißt, wir kriegen nachher eine Tabelle, wo wir alle Länder haben mit den Anzahl Seen und Anzahl Flüssen drin. Das könnten wir auch noch so weitermachen, wenn das verschachtelt ist. Könnten wir das wiederum verschachteln, wieder einen Namen geben und dann der nächste und so weiter. Sehen wir, kriegen wir jetzt die Anzahl zurück. Wenn wir zuerst die größten wollten, dann würden wir Desk noch schreiben beim Order by.
Das ist natürlich, ob die wirklich dann keinen Fluss und kein See haben, ist fraglich. Zumindest jetzt in dem Datensatz nicht. Da sind auch nicht alle drinnen. Ich meine, die Schweiz hat zum Beispiel mehr als 16, respektive 22 Flüsse und Seen. Wahrscheinlich sind einfach nur in einer gewissen Größe die drin. Und dann noch eine dritte Art von Subquery, die können nämlich auch im Select-Bereich drin sein, wenn wir direkt was berechnen wollen. Zum Beispiel können wir Select-Name. Dann hier wollen wir den absoluten Wert von der Höhe abzüglich des Durchschnittswertes von Mountain. Also was das macht, ist die Abweichung berechnen vom Durchschnittswert. Das heißt, wir wollen die durchschnittlichsten Berge finden. Das ist die Abweichung. Wenn es genau den Durchschnitt wäre, ist es 0. Und je größer, höher der Berg ist, je tiefer vom Durchschnitt, desto höher wird der absolute Wert, die Differenz davon. Das nennen wir Average Height Difference. Das wäre from Mountain order by Average Height Difference Limit 10. Also um quasi die 10 durchschnittlichsten Berge den Ansatz zu finden. So wissen wir jetzt, der Humbrace Peak, der scheint der durchschnittliche zu sein, dann Bora Peak, Cerro Chirripó und so weiter. Wir könnten so natürlich auch die extremsten Berge, die weitesten sind, dann würden wir einfach bei Order By noch Desk hinzufügen, dann würden wir die, die am extrem, am weitesten vom Durchschnitt abweichen. Sei es gegen oben oder gegen unten. Nun, warum verwenden wir überhaupt SQL und machen das Ganze nicht einfach in R? Für kleine Daten könnt ihr das problemlos in R machen. SQL ist jedoch viel effizienter, wenn es um große Datenmengen geht. Ein Beispiel von einer Studentin, die für die Masterarbeit, die musste Daten aus Afrika, wo es um wie nah jemand zu einer Radiostation ist. Da hat es irgendwie relativ viele Leute und dann alle Radiostationen. Man musste quasi jede Person mit jeder Radiostation merchen, um das herauszufinden. Welche die nächste Radiostation ist, also wie weit jemand von der nächsten Radiostation entfernt ist. Nun, das Ganze in A gibt ein Memory-Problem, weil der gemerchte Datensatz einfach viel zu groß ist. Jetzt in SQL können wir direkt einen Befehl schreiben, wo wir das Ganze merchen und dann im gleichen Befehl drinnen direkt die kleinste Differenz dann berechnen und das dann ausgeben. Das heißt, wir kriegen am Schluss das fertige Resultat zurück, das wir wieder dann in R verwenden können. SQL wird auch in der Webentwicklung verwendet, zum Beispiel verwendet WordPress, soweit ich weiß auch MariaDB. Es kann, glaube ich, auch mit anderen Datenbanken umgehen, aber es braucht eine SQL-Datenbank im Hintergrund. Es gibt auch andere Datenbanken, wie zum Beispiel SQLite. SQLite ist eine, die in einer Datei gespeichert ist, das nützlich ist, wenn man für sich selber was berechnen will. SQLite ist jedoch nicht dazu gedacht, dass mehrere Personen gleichzeitig darauf zugreifen. MariaDB ist es kein Problem, da können 1000 Leute oder noch mehr gleichzeitig darauf zurückgreifen. Ich hoffe, das Video war nützlich für dich und ich konnte dir eine Einführung geben, wie man Daten lesen kann in SQL, Berechnungen machen kann. Falls das Video nützlich für dich war, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und falls du über zukünftige Videos von mir durch YouTube informiert werden willst, kannst du gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. YouTube informiert dich dann, wenn ich ein neues Video hochlade. Und falls du Fragen hast, kannst du die gerne in die Kommentare schreiben.